Servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut, Mac Vurago. Die Therapie ist nice, kostenlos. Wir sind hier bei Let's Play Far Cry 6 Deluxe Edition. Und es geht weiter. Wir gehen Tag X, trifft Juan bei The Guardian of Esperanza. Das hat er gesagt. Dann tun wir das. So, wir haben wieder mehrere Möglichkeiten. Da sollen wir hin. So, welche Möglichkeiten nutzen wir denn? Wir würden sagen, ja, können wir endlich direkt dahin springen? Nee, können wir nicht. Also, springen wir hier mal ab. Und nutzen wir wieder unsere super duper Wingsuit Skills. Und hoffen mal, das hilft. Naja, auf jeden Fall sind wir gut unterwegs. Was ein bisschen nervig ist, ein bisschen kompliziert ist halt, wenn ich Wingsuit fliege, lenkt der nicht, wenn ich den hin und her bewege, sondern das tut er dann nur, wenn man die Tastatur benutzt. Das sieht man dann schön hier an den Händen. Dann geht es halt auch darüber. Ich versuche gerade nur ein bisschen nachzusteuern, weil ich wollte nicht unbedingt da im Gebüsch landen. Und dann schauen wir mal, wie weit wir da bekommen. Ja, gehen wir mal hier runter, mal die falsche gezogen hier für alle Fälle. Wir können unser Fahrzeug besorgen. Dieses Mal habe ich ganz sicher was gehört. Okay. Wo bist du hin, mein Freund? Mörder! Okay. Für irgendwas müssen wir ja die Wurfachs haben. Eigentlich wollte ich ja wild rumlaufen. Nein, ich wollte eigentlich das Fahrzeug nehmen. Weil ich weiß nicht, ob das wirklich so gut ist, immer ein Militärfahrzeug nehmen. Gott, hat der einen schlechten Musikgeschmack. Oh. Auf geht's. Knatter ja ganz schön, aber bis offenes Verdeck ist auch super. Okay. Flagge der FDN. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Warum bin ich? Warum so viel Angst? Als Knall und Shepard. Tut das Wasser kräftig. Das Kapitol, Esperanza. So. Mal schauen, was Juan für uns hat. Oh, da haben wir noch ein bisschen Grille. Auf geht's. Ja, hätte. Okay. Interagieren wir das Ganze. Wenn du diesen Eisenbahn annimmst, wird die Konsequenz haben, du wirst ihn nicht verlassen können, bis die Mission abgeschlossen ist. Das ist eine Einbahnstraße. Naja. Warum nicht? Dann ziehen wir das mal durch. Juan, was zum Teufel machen wir hier? Unter der Laterne ist es am dunkelsten. Was? Ich habe ihr gesagt, sie soll nicht gehen. Ich habe es ihr gesagt. Wen meinst du, Clara? Juan, was ist los? Er hat sie, Danny! Er hat sie geschnappt! Clara. Castillo wollte reden. Ja. Nur die beiden. Er meinte, der Krieg wäre vorbei. Libertad hätte gewonnen und er würde nur nach einem Ausstieg suchen. Was für eine Überraschung, dass das gefallen ist. Und kaum waren wir an der Küste, griffen Castillos Hunde unseren Konvoi an. Scheiße. Und was jetzt? Wir beide greifen El Presidentes Privatinsel an. Bitte, jo. Hilf mir! Lass das? Mich raus! Die Tschetschenen nennen es Elefant. Schneid den Schlauch durch und sie verraten ihre Mutter. Dann erzählen sie dir, was du willst. Welche Größe hast du? Supremo an oder aus? Okay. Wir gehen leise rein. Jeder Soldat auf der Insel wurde von Castillo rekrutiert. Also bleib auf Abstand. Okay. Das sind Elite-Killer. Verstehst du das? Ich bin auch Elite. Ich suche eine Scharfschützenstellung. Du gehst zum Haus. Ich schätze, die Familie sitzt gerade beim Abendessen. Okay. Dann gehen wir mal. Ich befürchte nur, wir haben keine Bewaffnung. Oder haben wir Waffen dabei? Gucken wir mal rein. Ja, gibt keine Waffen. Ah doch, bitte machen wir mal doch Sachen.
Das ist aber schick. Pistole? Okay. Lass mich einfach an einer riesigen Klippe zurück. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Erreicht das Ziel des Anwesens. Okay, kein Fallschirm. Dein FTL verhindert, dass du vielleicht erkennen. Ja, schön. Wie komme ich aber hier rüber? Jedenfalls nicht da lang. Gibt's eine Map? Ja, wir haben eine Map. Das, ach da. Ist das schön, dass ich den wenigstens noch habe hier. Oh, schwingi, schwingi. Oh. Gibt's hier irgendwas zu holen, zu gucken? Ja. Okay, weiter. Jogging, Jogging. Es fällt ja nicht auf, wenn er einfach Soldaten... Mir geht's gut. Sicher geht's ihr gut. Okay. Okay, da lang hoch. Juan, ich kann Antons Haus sehen. Okay, bin in Position. Du musst über die Mauer und zwar ohne erwischt zu werden. Du bist ein Panther, Danny. Niemand kann dir was anhaben. Hast du auch hilfreiche Tipps? Die Tore werden vermutlich verschlossen sein. Finde den Schlüssel, Danny, als wärst du sowas wie ein Metalldetektor. Suerte. Auf den Alarm schießen bringt nichts. Okay, da kommt auch einer hoch. Hier komme ich auch nicht weiter. Es wäre super gewesen, wenn ich nach da oben gekommen wäre, hätte ich da runterrutschen können. Aber nein. Wäre zu einfach. So. Dann gehen wir hier lang hoch. Die Frage ist, wie weit und wie lange wollen wir Leute stealth töten? Ist das hilfreich? Wenn wir Leute stealth-mäßig wegtöten. Hier. Ah, guter Hinweis, ja. Das wäre sonst ganz schmerzhaft gewesen. Okay, kommen wir hier rein. Oh, ich hab's einen Brief. Mal gucken, was da draufsteht. Das gesammelte Personal der Sicherheitsoperation hat eine Schwachstelle in Sektor Bravo aufgedeckt. Das liegt im Nordwesten. Für diejenigen von Ihnen, die sich den Code nicht gemerkt haben, obwohl ihnen dafür 2 Wochen Zeit und Karteikarten gegeben habe, hier sind sie nochmal gemeinsam. Wir müssen das Problem sofort lösen. Okay, im Nordwesten. Ja, gibt das ja irgendwas Spannendes hier heute? Verunstein wäre super gewesen, aber kann ich leider nicht. Ja, wir gehen mal ganz entspannt hier rum. Spannende Frage, ob ich Machete-Kill machen kann. Ich bin ja gerade am Kacken. Okay, ein bisschen Munition mitgenommen. Das ist der Offizier. Der hat bestimmt Schlüssel. Die Frage ist, wie weit geht der hier? Okay, der geht nur bis hier hin. Feuern kann ich nicht, weil zu laut, kein Schalter war. Oh, er kommt nicht immer auf. Du da, weitergehen. Okay. Ich hab's. Okay. Okay, funktioniert nicht. Mist. Kein Alarm, bitte.
Schade, dass es nicht so funktioniert hat, wie ich mir das erhofft habe. Vielleicht doch baden gehen? Die Frage ist, ob wir einfach hier... Nein, können wir nicht. Ich habe gedacht, wir springen da einfach mal runter, aber ich habe das Wasser nicht getroffen. Und schon sieht so aus. Das wird nicht besser. Naja. Wieder am Strand. Mal vorher schon dran. Mal gucken, hier lang. Klappt auch. Nee, können wir nicht hoch. Also. Müssen wir ein bisschen subtiler vorgehen. Und wir werden das leider nicht schaffen, wie bei Sniper Elite oder ähnlichen und auch nicht bei Assassin's Creed. Kein Hitman-Skill, wo wir alle lautlos wegtöten können. Haben wir eigentlich... haben wir auch nicht. Nicht verfügbar. Oh, aua. War eine super Landung, nur ein bisschen hart und weich. Hart und weich, was labe ich denn hier für Mist? So. Ihr geht's gut. Sicher geht's ihr gut. Ja. Okay. Da wird man halt runterkommen. So, wir gehen trotzdem mal nach hier. Juan, ich kann Antons Haus sehen. Okay, bin in Position. Du musst über die Mauer und zwar ohne erwischt zu werden. Du bist ein Panther, Danny. Niemand kann dir was anhaben. Hast du auch hilfreiche Tipps? Die Tore werden vermutlich verschlossen sein. Finde den Schlüssel, Danny. Als wärst du sowas wie ein Metalldetektor. Suerte. Kugelsicherer Alarm. Okay. Hier war ja irgendwo die Möglichkeit, nach da oben zu kommen. Genau. Ich erinnere mich. Dann geht's hier lang rein. Ich weiß nicht, den Brief brauchen wir wahrscheinlich nicht lesen, haben wir schon beim ersten Mal verstanden. Die Idee wäre jetzt hier, ob man dann. Ah, hier. Irgendwo war doch hier einer. Okay, Seilrutscher. Können wir hier mal den ersten Alarm ausschalten? Schaden kann es nicht, helfen auch nicht. Brauchen wir es leider auch nicht. Adios, stärker. Und wir haben gelernt, hier, die haben Sprengfallen. Da wäre es nicht so gut, durch die Gegend zu rennen. Oh, da gab es wohl was im Sammeln. Ein Haufen Benzin. Wir haben natürlich aber die Informationen im Kopf vom Nordwesten. Geht er nach oben? Eine private Villa ohne fette Mauer? Das wäre wohl zu viel verlangt. Okay, au, da mit 13. Versuchen wir einfach ein bisschen durch die Gegend zu schleichen. Und hoffen mal, dass die sich jetzt nicht umdreht. Ein Offizier weniger. Und gleich ein Alarm weniger. Gibt bestimmt ein Achievement, wenn man alle Alarme deaktiviert hat. Keine Ahnung. Wir bekommen keine Verstärkung, ihr Säcke. So.
Danny, weißt du nicht, wie man eine verdammte Leiche versteckt? Wovon redest du denn? Castillos Wachschutz hat ein Kadaver gefunden. Die sind jetzt alarmiert. Halt die Augen auf. Ach, Scheiße. Genau der Schlüssel, den ich gesucht habe. Okay, aber... Ach, Scheiße. Ich wurde entdeckt. Es ist vorbei, Danny. Clara ist tot. Okay. Also, kein Alarm auslösen und Leichen verstecken. Wir haben wieder was gelernt. Gott, oh Gott, das wird eine Folge mit null Progress. Okay, kein Alarm auslösen. Und wir müssen die Leichen verstecken. Okay. Okay. Naja. Wird ja eine spannende Mission werden. Okay, nicht rumballern. Zum Glück weit genug weg, dass uns keiner gehört hat. Ihr geht's gut. Sicher geht's ihr gut. Haben nur Munition verschwendet. Aber sonst alles gut. Aber wir haben gelernt, die Rambo-Methode funktioniert hier nicht. Durchballern wird nicht funktionieren. Der Alarm ist kugelsicher. Okay, da ist ein Evil Things. Den müssen wir, wenn wir den entsorgen, dann im Wasser. Ja. Auch einmal Alarm. Okay, von der Position haben wir gut gesichtet. Juan, ich kann Antons Haus sehen. Okay, bin in Position. Du musst über die Mauer und zwar ohne erwischt zu werden. Du bist ein Panther, Danny. Niemand kann dir was anhaben. Hast du auch hilfreiche Tipps? Die Tore werden vermutlich verschlossen sein. Finde den Schlüssel, Danny. Als wärst du sowas wie ein Metalldetektor. Okay, Metalldetektor sein. Ja. Vergesse ich schon wieder, dass da oben hoch müssen. Oh, ich bin mal hoch. Die Idee wird sein, wir werden trotzdem mal hier nach vorne gehen, bis nach da. Weil da war die Handgranate, die Sprengfalle. Da sieht man ja schon den dezenten Hinfahren. Jetzt gehen wir nämlich nach da. Sliden da runter. So, nutzen wir mal die Möglichkeit jetzt also ein bisschen beobachten. Aha. Waffen, Munition, diese Militär nutzt verschiedene Deckungen und Splittergranaten schickt sie geschickt zu einem Vorteil. Okay, auf andere. Und wir wissen, wenn wir den zerlegt haben. Tragen und bis zum Wasser tragen. So. Können wir den nicht werfen? Wenn wir noch weiter mit der Leiche über die Schulter rumlaufen. Ist ja nicht so, dass es auffällig ist. Hier den Alarm auf alle Fälle deaktivieren, wird wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel helfen, wird nur Zeit kosten. Ist auch schade, dass das Deaktivieren des Alarms so lange dauert. Keine Verstärkung mehr. Okay, keine Verstärkung. Okay. Die steht da rum, wisst ihr? Wenn, dann müsste sie im Stehen geküsst haben. Wir haben ja gelernt, Leichen verstecken.
Hier ist auch super, hier werden sie bestimmt nicht patrouilliert. Okay. Damit haben wir den großen Vorteil, sind schon zwei weniger. Und der nächste Vorteil ist, wir kommen hier lang rum. Oh, deaktivieren. Hier sind schon genug von euch. Wir wissen, dass hier einer lag zum Pennen. Der liegt immer noch da am Pennen. Okay. Danny, weißt du nicht, wie man eine verdammte Leiche versteckt? Wovon redest du denn? Castillos Forstschutz hat einen Kadaver gefunden. Die sind jetzt alarmiert. Halt die Augen auf. Die können wir gar nicht gefunden haben. Okay. Dann bleiben wir jetzt mal in Deckung. Das heißt, wenn wir den da drinnen töten, hat das den Effekt, dass der gesehen wird. Dann schleichen wir jetzt nochmal da hoch. Problem ist natürlich, dass da vor einer rumläuft. Gehen wir nicht auf. Jetzt sind die auch völlig ja scharf hier. Okay. Auf alle Fälle haben wir den aufgeklärt. Definitiv hier rein den scheiß Schlüssel holen. Genau der Schlüssel, den ich gesucht habe. Eine private Villa ohne fette Mauer? Ja. Das wäre wohl zu viel verlangt. Nein, gibt's nicht. Okay, dann schleichen. Oh, den haben wir auch. Das Wichtigste ist aber, dass wir wenigstens so viel wie möglich aufgeklärt haben. Problem ist, jetzt steht der da oben rum. Ich hoffe mal, wir schaffen das jetzt da rein. Sollen wir den Alarm so direkt finden? Nee. Dann mal los. Oh, wir sind drin. Juan, ich bin dran. Verstanden, Danny. Legen wir los. Okay. Wer weiß, was Castillo Clara gerade antut. Ganz ruhig, dieses Gelände wird von Antons Elite-Killern überwacht. Vergiss das nicht. Deine Uniform ist dir nutzlos. Und wenn du entdeckt wirst, ist Clara tot. Scheiße. Ja, ja. Richtig. Cool bleiben, Danny. Ich halte dir den Rücken frei. Okay. Irgendwo auf dem Anwesen wäre natürlich super, wenn wir vorher ein bisschen schaffen aufzuspielen. Spezialeinheiten. War ja klar. Okay, Clara. Wo bist du, verdammt? Okay. Das heißt, wir schleichen uns ein bisschen durch die Gegend. Und versuchen ein bisschen die Hütte aufzuklären. Der ist einfach zu stark gepanzert. Ich würde sagen, wir gehen nochmal hier nach hier oben. In der Hoffnung, dass wir da oben nicht gesehen werden. Und ich hoffe mal, wenn wir scheitern, dass wir nicht den ganzen Scheiß normal machen. Okay.
Mit Castillo-Büste. Okay. Da ist ein Hubschrauberplatz. Da haben wir ein Seil, das geht irgendwo hin. Da haben wir auch wieder einen Typen, der rumläuft. Ich habe echt Angst, hier weiter nach vorne zu gehen. Danny, ich weiß, das sieht wie ein gottverdammtes Resort aus. Aber wir machen hier keinen Urlaub. Ich habe Probleme, da reinzukommen. Lass die Piña Colada stehen und komm her, verdammt! Okay. Na gut. Wir lösen das Problem heute nicht mehr. Wir überlassen das einfach der Zukunft. Dem Zukunft-Mekurago soll er sich drum kümmern. Das soll es für heute gewesen sein. Wenn ihr Spaß habt, dann könnt ihr mir das gerne zeigen. Mit einem Daumen nach oben. Wenn ihr wissen wollt, wie ich da reinkomme, wisst ihr, abonniert den Kanal. Dann werdet ihr das sicherlich erfahren. Bis dahin. Ich bin Mekurago und sag Servus und Ade.